Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary in Metatron mit einem neuen Livestream zu Starfield. Und heute sind wir hier auf der Schlüssel. Ja, genau, wir sind auf einer Raumstation, die heißt der Schlüssel. Und die gehört zur Crimson Fleet, zu den, ja, wie sollen wir es sagen, zu den, oder das Schloss, seht ihr auch, ne? Da waren wir auch schon unten im Gefängnis, oben ist der Schlüssel, unten ist das Schloss. Ja, zur Crimson Fleet, einer Piratenvereinigung, und da versuchen wir gerade uns zu infiltrieren, damit wir die, ja, vor der Polizei oder wie heißt es, United Colonies, dann anzeigen können oder so. Ja, wir sollen dafür spionieren, sollen die ärgern, und das machen wir heute. Ja, also Crimson Fleet ist gerade meine Fraktion. Und hallo Kundi, schön, dass du eingeschaltet hast. Kundi hat hier schon einen Hut zur Feier des Affiliate-Jubiläums dagelassen. Ja, das heißt wohl, ich bin jetzt schon ein paar Jahre bei Twitch dabei. Ich glaube, das müsste mein 5. Jahr sein oder mein 10. Eins von beiden. Ich habe gar nicht so richtig nachgeguckt. Affiliate bin ich, glaube ich, 5 Jahre lang. Aber genaues weiß ich nicht. Sorry dafür. Mich hat der Chat gerade überrascht. Also diese Feier ist jetzt gerade, und ja, für mich ist es ganz normal, dass man immer am Ball bleibt und immer wieder neu streamt und immer mal wieder was anderes streamt. Von daher, ob das jetzt 5, 6, 12 oder 13 Jahre ist, ist doch dabei egal, oder? Aber schön, dass er mitfeiert. Wir feiern heute in Starfield. Und ihr seht schon, wir sind hier im Weltall noch ziemlich, ja, weit vom Max-Level. Ja, die roten sind alles Planeten, die noch viel zu hoch für uns sind. Also jeder rote Punkt ist ein Planet, ein Sonnensystem. Und entweder kommen wir da erstmal gar nicht hin, weil es zu weit weg ist. Oder es ist einfach zu hoch vom Level oder für uns noch uninteressant. Ja, also ihr seht schon, da ist noch vieles, was wir entdecken können. Ob wir das alles schaffen, ich weiß es nicht genau. Jetzt machen wir erstmal die Quest Echos der Vergangenheit, sprich mit Matis. Um euch kurz abzuholen, worum es geht. Mein Gespräch mit Delgado, das ist der Chef bei der Crimson Fleet, ist nun beendet. Ich sollte nun Matis Castillo suchen und mir anhören, was er zu sagen hat. Der soll aus der Fleet ausgeschlossen werden. Der hat auch ziemlich viel genervt. Der wollte den Delgado im Gefängnis töten und so weiter. Also ich mag den gar nicht. Ob das jetzt richtig ist, dass ich den aus der Fleet werfe, weiß ich nicht. Aber ich habe eigentlich alles dafür getan, dass er rausfliegt. Jo, und das ist eine Nebenquest zu dieser hier, Beweislast. Ne? Da soll ich nämlich für die UC Vigilance, ich kann den Namen gerade nicht aussprechen, einige Audioaufzeichnungen oder alles Mögliche aufsammeln, was es hilft, die Beweise zusammenzutragen gegen die Crimson Fleet. Ja, das versuche ich gerade. Ich gucke da auch jeden Computer nach, der hier rumsteht, ob das alles irgendwie hilft. Wir sind hier gerade, wie gesagt, auf der Station der Crimson Fleet. Und dann gibt es hier so einen Computer von Delgado. Ne, das ist der Boss von denen. Und ich kann durch seine kleinen eigenen Notizen lesen. Ja, gut. Hier ist jetzt nichts Besonderes drin. Das Kriegs Vermächtnis. Ja, das war die Information, dass ein Raumschiff namens Legacy irgendwo im Weltall treibt und das irgendwelche Bankgeldvorräte hat. Ja, und dieses Vermächtnis, diese Legacy, Legacy heißt auf Deutsch Vermächtnis, ne? Ne, andersrum. Doch, Legacy heißt Vermächtnis. Dieses Legacy, dieses Schiff, das suchen wir jetzt. Ja, und er war mal ein kleiner Straßengauner, da hat er bei Aquila City angefangen. Ja, Aquila City war mal auch schon. Also das sind einfach nur ein paar Infos von ihm. Und wie gesagt, wir suchen immer so kleine Audio-Notizen. Ne? Also wenn hier irgendwo so ein tragbarer Audiorekorder ist oder so ein Notizbuch oder sowas, dann, also auch wo was drin steht, dann sollten wir das immer mitnehmen, damit wir was für die UC haben. Intercom bringt nichts. Ja, und so erkunden wir gerade so ein bisschen hier das Raumschiff. Wenn du noch letzte Fragen zu dem Auftrag hast, schieß los. Es geht um die Legacy, wir suchen das Schiff, aber erstmal gehen wir zu Matis. Hier in Ops, und da steht man direkt Delgado. Da darf
keinen Mist bauen. Genau, wir gucken trotzdem mal. Sprich mit Jess für Upgrades. Ja, mein Schiff soll ich upgraden, sagen die. Aber ich habe schon ein besseres Schiff. Ich muss aber die Lizenz dafür bekommen, ja. Also, ich kann schon ein besseres Schiff als das, was ich habe, fliegen. Das hier habe ich gerade. Und das hier ist das Bessere von mir. Leider muss ich dafür eine höhere Skillfähigkeit haben. Nämlich, ich muss hier bei Technologie beim Fliegen Rang 3 haben. Ja, Klasse B-Schiff. Und das habe ich noch nicht, weil ich habe zwar alle Skillpunkte, aber ich muss noch 12 Schiffe zerstören. Und ich fliege nicht so viel durchs Weltall. Ich finde die 12 Schiffe nicht. Deshalb kann ich noch nicht mein stärkeres Schiff fliegen, aber ich habe es vor. Ja? Also das nächste Ziel, wenn wir jetzt die Legacy suchen gehen, ist auf jeden Fall, dass wir auch ein paar Schiffe abknallen. Die Sysbeth hält uns wahrscheinlich für hirnlose Räuber. Wir hier in Ops sehen das anders. Ne? Und wenn wir dann ein paar Schiffe abgeknallt haben, können wir vielleicht endlich mal ein richtig starkes Schiff fliegen. Ich mag meine Waffen wie meinen Kaffee. Glühend heiß. Die haben alle sehr lustige Sprüche drauf. Ja, wir sollen zu Martis. Ich selber muss mich immer so ein bisschen zurechtfinden. Erstmal hier auf Station ist sehr wir verwinkelt. Die Sysdev Haie. Aber für die Fleet sind sie Köder. Wenn in der Fleet muss man liefern, sonst ist man geliefert. Also tot. Reden alle so viel. Wenn ihr was fragen wollt, könnt ihr gerne in den Chat schreiben zu World of Warcraft oder hier zu dem Spiel oder zu Lost Ark oder zu anderen Spielen, die ich so zocke. Elder Scrolls Online ist bald auch wieder dran. Ja, das werde ich bald auch hier wieder auf dem Kanal spielen. Gold Road. Ja, das ist ja auch von denen, die hier Starfield gemacht haben, also Bethesda und so. Genau, ich glaube, jetzt hier haben wir aber wirklich soweit alles durchgeguckt. Da ist ein Audiolog, oder? Hey Champ, ich setze das mit auf die Liste von Teilen, die ich diesen Monat für den Schlüssel brauche. Flipp nicht aus. Ich weiß, du packst das. Ich brauche diesmal viel mehr als sonst. Ich will die ganze Elektrik neu machen, bevor sie komplett den Geist aufgibt. Ach ja, danke für die Spezifikationen vom Reaktor auf dem Schlüssel. Kann dir leider nicht sagen, warum ich sie brauche. Streng geheim, sagt er. Wegen der Lieferung nächsten Monat. Fang schon mal an, Teile zu suchen, damit ich unsere Defensivbatterien verbessern kann. Die sehen nicht gut aus. Okay, das war's erstmal. Meine Leute in New Atlantis bringen die Bezahlung zum Raumhafen. Pass nur auf, dass dir niemand folgt. Die UC sollen ja nicht rausfinden, dass sie die Crimson Fleet mit Ersatzteilen versorgen. So, und da steht's auch, es ist ein Beweis. Ja, wir haben jetzt also einen Beweis gefunden. Das ist doch schon mal gut. Der wollte wissen, ob wir die Wartung noch Mechaniker benötigen. Okay, das gleiche gilt für die Schiffe. Ja, die Astrea. Ich wusste, dass mich die Fleet erwartet, aber es ging nur um mein Leben. Jetzt weiß ich, warum haben wir eine Werkzeugkiste gegeben. Okay, alles nebenbei Texte. Ihr seht, einen Beweis haben wir gefunden. Wie viele Beweise ich finden muss, weiß ich nicht. Ja, also ich bin hier völlig ins kalte Wasser geschmissen worden. Die haben einfach nur gesagt, bring so viele Beweise mit, wie du kannst. Ja, und dann habe ich jetzt mal wieder was gefunden. Ja, da ist er. Anfrage A17 ist ein Beweis. Ich habe aber hier schon... Da, Carters Job ist auch ein Beweis. Also ich habe schon drei... Da ist noch einer. Ersatzteile für was, ja. Ja, also ich habe schon ein paar... Beweise jetzt gefunden, 4 Stück mittlerweile schon. Also man kann mir nicht sagen, ich hätte zu wenig zusammengesucht, aber ich suche noch ein bisschen mehr. Man kann ja nie wissen. Man kann ja nie wissen, wie viel sie wirklich wollen von der UC. So, jetzt gehe ich auf jeden Fall zu Mattis. Der ist jetzt auf jeden Fall sauer, wenn ich dem sage, der fliegt aus der Fleet. Die Fleet beschützt ihre Leute. Aber wer uns verrät? So. Irgendwo da vorne ist er. Ach, der ist in der Kneipe. Da wollte ich sowieso schon die ganze Zeit mal hin, war ich aber noch nie. Vielleicht hat er hier auch was. Bisschen weniger bummeln, bisschen mehr Einsatz. Vielleicht hat der auch irgendeinen Audiolog oder so. Der ist nämlich auch wichtig. Das ist der Mega-Hacker von denen oder so. Ah, nur Notizblock. Habe ich auch noch nicht ganz verstanden, was der für eine Rolle spielt, aber das ist der wichtigste von denen, sagt er immer. Der hält die Sachen hier am Laufen.
Okay, Kopfgeldentfernungsservice. Ja, nicht schlecht. Kann man gut gebrauchen. So, gucken wir uns mal die Kneipe von denen hier an. Und da ist dann auch Mattis, den wir rausschmeißen sollen. Ich speichere mal vorher ab. Man weiß ja nie, ob ich jetzt ein falsches Ergebnis mache. Hey, ich will mit dir reden. Wegen dir schmeißt mich Delgado aus der Fleet. Aber weißt du was? Leg dir mal lieber deine eigene Flotte zu. Ich mache nämlich Jagd auf dich. Das ist gut, weil ich will ja viele Raumschiffe erschießen. Soll er mal Jagd auf mich machen? Achso, wenn das Spiel übrigens zu laut ist oder zu leise, ne? Schreibt's in den Chat. Ach Mann, wieder gemutet gehabt die ganze Zeit. Was? Du hast mich die ganze Zeit nicht gehört? Oh mein Gott, wie geht das denn? Falls du versuchst, mich zu erpressen, das wird nicht klappen. Nee, ich versuche bestimmt nicht, dir deine sauer verdienten Credits abzuschwatzen. Ich nehme sie mir einfach von deiner qualmenden Leiche. Was zum... Immer noch da? Hau ab, wir sind beschäftigt. Und jetzt geh mir aus den Augen! Okay, er ist wirklich sauer. Na, ich rede nochmal mit ihm. Ich habe dir gesagt, wir sind fertig. Okay, geh dann mir doch. Hat Semina gerade jemand? Wir sollten nicht auffallen. Wobei eh alle zu besoffen sind, uns zu benachrichtigen. Ja, nicht auffallen. Wie gesagt, wir sind eigentlich Spione von der UC. Wir nehmen natürlich alles mit, was wir mitnehmen können, ne? Tipps. Aha, Trinkgeld. Ja, Trinkgeld von Piraten. Die UC werden die Fleet nie zerschlagen. Sie müssen uns erst erwischen. Kann man sich auch mal ausleihen, oder? Was meint ihr? Ja, jetzt haben sie auf jeden Fall kein Trinkgeld mehr. Ich soll hier aber noch mit irgendjemand anderem reden. Okay. Wann sind die ganzen besiedelten Systeme auf der Flucht? Kritische Treffer mit ballistischen Waffen verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden. Zack, Skillbonus erhalten und im Digi-Dietrich. Damit können wir wieder was knacken. Sehr gut. Läuft. Bewegt dich lieber, bevor Geld dich beim Faulenzen sieht. Da bist du ja. Okay, pass auf. Ich arbeite seit Monaten mit diesem Arschloch Rockhoff auf der Siren of the Stars an einem Ding. Und ich habe nicht vor, mir die Kohle durch die Lappen gehen zu lassen. Also bringst du den Job für mich zu Ende. So. Ich bin sicher schon zu beschäftigt. Nee. Warum sollte dir die Kohle durch die Lappen gehen? Weil es um ein einmaliges Event geht, das an Bord der Siren of the Stars stattfindet. Wenn jemand herausfindet, dass die Crimson Fleet auf dem Starliner ist, wird das Event abgesagt und meine Beute ist futsch. Ich werde mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Okay, wäre ganz hilfreich, wenn ich wüsste, wovon du redest. Das will ich dir ja gerade sagen, also hör zu. Rockhoff hat mir gesteckt, dass auf der Siren of the Stars irgendeine dämliche Wohltätigkeitsgala stattfindet. Die verleihen da den sogenannten Erdenretterpreis, der zigtausende von Credits wert ist. Es ist also ganz einfach. Während du auf der Siren bist, um dir den Galbank Zugangspass zu besorgen, schnappst du dir auch den Preis. Genau, diesen Zugangspass brauchen wir für dieses Legacy-Schiff. Okay, wir sollen also zwei Aufgaben machen. Mir wäre es lieber, ich kann mich auf Kriegsvermächtnis konzentrieren. Und mir wäre es lieber, ich hätte den Gegenwert dieses Preises auf meinem Konto. Also musst du da leider durch. Du kannst dir so viele Witze und Ausreden einfallen lassen, wie du willst. Aber wenn du nicht mit dem ER-Preis zurückkommst, ziehe ich dir das vom Sold ab. Ich kriege mein Geld auf jeden Fall. Wie viel du bekommst, liegt allein an dir. Verstanden? Keine Sorge, ich habe Notizen gemacht. Sorry. Hab ich echt. Die Frage ist ja auch, wann muss ich mit den Beweisen zurück zur UC? Wann reicht denn das, was ich rausfinden soll? Was ist eigentlich der ER-Preis? Ja, E wie Erde, R wie Retter. Komm schon, denk mal mit. Ich habe noch ungefähr 17 andere Sachen zu tun und du hältst mich auf. Okay, erwartet Rocco nicht auch einen Anteil? Rocco füttert mich nur mit Infos. Sobald ich ihn bitte, einen Finger zu rühren, erzählt er mir 5 rührende Geschichten, warum das nicht geht. Ich würde dir raten, ihn komplett außen vor zu lassen. Sonst kostet uns das beide ein paar Credits. Okay.
Vielleicht verzichte ich eben auf etwas Sold und spare mir den Stress. Bin gespannt, was der Garde zu dieser Drohung sagt. Ah, ich beschaffe dir die blöde Trophäe. Dann ist das ja geklärt. Gut. Okay, Neuling, wir sind hier fertig. Ab auf die Siren mit dir, erledige den Job. Warum nämlich alle Neuling? Weil du das bist. Du bist neu, unerfahren, Frischfleisch. Unter der ganzen Unerfahrenheit hast du sicher auch einen echten Namen. Aber ganz ehrlich, interessiert keine Sau. Also gewöhn dich an das Wort. Bis du dir deine Spuren verdient hast, bist du für alle in der Fleet ein Neuling. Okay. Wir reden später. Ich bin Level 25 mittlerweile. Ich bin gar nicht mehr so ein Neuling. Ich habe mittlerweile schon die Errungenschaft. Die Errungenschaft Elite bei Steam bekommen. Elektromagazine, Energiewaffen. Alles kein Ersatz für einen Kopfschuss mit einer Schrotflinte. Ich kann mir alles mitnehmen, das ist cool. Ich muss mich hocharbeiten. Ich will mein Captain werden. Gut, wechseln wir das Thema. Kein Problem. Wie ist die Crimson Scar zur Crimson Fleet geworden? Nach meinem Ausbruch aus dem Schloss wollte ich die nächste Stufe zünden. Ich hatte den Schlüssel, ein paar UC-Schiffe und ein paar Dutzend Ex-Knackis. Aber ich brauchte noch mehr. Also ließ ich das verbreiten und schon kamen bald Piraten aus allen Winkeln der besiedelten Systeme zu mir. Und so ist die Crimson Fleet entstanden. Ganz genau. Der Schlüssel wurde zu unserer Operationsbasis. Wir brachten Monate damit zu, die Verteidigungsanlagen zu verbessern. Wie reagierten die UC auf die Situation? Zunächst einmal gab die UC Security auf und ließ die großen Jungs ran. Die UC Navy. Die Navy griff den Schlüssel an. Ich würde sagen, es gab in den letzten Jahren wohl 3 große Angriffe. Und wie unschwer an der Tatsache zu erkennen, dass wir dieses Interview führen, waren sie alle Blamagen. Glaubst du, dass diese Blamagen zur Gründung der UC SysDev geführt haben? Oh, definitiv. Sie haben offenbar aufgegeben und die Verantwortung auf eine separate Division abgeschoben. So kann die UC Navy in der öffentlichen Wahrnehmung stolz und stark weiter existieren, während die UC SysDev an allem schuld ist. Das ist reine PR, Gale. So arbeiten die UC. Sie drehen einfach alles immer hin. Widerwärtig, oder? Das klingt ein wenig, als würdest du von den Gräueltaten ablenken wollen, die die Crimson Fleet tagtäglich begeht. Gräueltaten, ja? Und was ist ein Krieg gegen das Freestar Collective um im All schwebende Felsen? Was ist mit tausenden Toten, während die Schreibtischhengste in ihrem gemütlichen Büro sitzen und Linien auf eine Sternenkarte zeichnen? Vielleicht sollten die United Colonies endlich mal den Bullshit lassen und sich eingestehen, wer die wahren Monster sind. Jo, und das war schon das Interview. Sehr schön, wir finden immer wieder mehr Interviewteile. Isras Schwester soll eine krasse Söldnerin sein. Leg dich lieber nicht mit ihr an. Und nun? Bloß nicht mit dem Borg für den Fingerborg. Die Hände von dem Typen bestehen aus Ziegelstein. Fünf Fingerfilet. Ja, jetzt gehen wir da mal langsam mal hin. Was ist denn ein persönlicher Groomer? Das ist ja auch interessant. Was ist das denn für ein Gerät? Was hier alles für Kleinigkeiten. Oh, Aurora. Das ist viel wert. Ich versuche das mal zu verkaufen, sofort hier wieder. Ist Schmuggelware, muss man aufpassen, ne? Mit Aurora darf man nicht gefunden werden. Aber wenn hier Drogen offen oben liegen, dann versuche ich die natürlich bei den Händlern zu verkloppen, die hier auf der. Zack, die hier auf der Station sind, genau. Ein Souvenirshop, der Schlüsselringe verkauft, wäre sicher eine echte Goldgrube. Warum? Oh, hier ballert einer. Warum? Ach so. Hier ist wohl eine Rage. Gut auf dem Schießstand. So. Erhöht die Tragekapazität um 5 Kilo dauerhaft. Ja, wir haben 165.
Jetzt müssten wir 170 haben und jawohl. Einfach mal ein paar Sachen finden und das hilft. Ne? Dadurch, ne, wenn man sich hier richtig umguckt, findet man ziemlich ja, hochwertige Sachen. Man findet Skillbücher, habe schon zwei gefunden. Und man findet ganz viele Interviews hier zu der Crimson Fleet, damit man mal versteht, was das für ein Verein ist. Wo hat dein Aufstieg zum Piratenboss begonnen? Auf den Straßen von New Atlantis. Keine Eltern, keine Paten, nur ein obdachloses Straßenkind, das wahllos Leute überfiel. Waren das Gewaltverbrechen? Morde? Also, allein diese Frage beleidigt mich schon, Gale. Natürlich hat hier und da mal jemand eine Verletzung davongetragen, aber ich bin kein Schlechter. Das klingt weniger herzlos, als dein Ruf es vermuten lässt. Wie gesagt, ich war ein Kind. Haben dich die Behörden von New Atlantis je geschnappt? Oh, dutzende Male. Aber ich habe ihnen einfach einen falschen Namen gegeben, oder sie haben mich nur verwarnt. Sie dachten wohl, dass aus mir sowieso nie etwas wird und wollten keine Zeit mit Rehabilitierungsversuchen vergeuden. Wodurch hat sich das geändert? Durch den Raub 2218? 2218? Ach ja, das Girlbank-Archiv. Sehr gut, Gale. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Da habe ich ein paar Kumpels zusammengetrommelt und wir haben den Laden überfallen. War eine fette Beute, ja. Mein erstes großes Ding. Und deswegen hat die Crimson Scar damals entschieden, dich aufzunehmen. Genau, ja. Sie haben mir alles beigebracht. Ich habe 5 Jahre lang für sie Verbrechen verübt. Dann hat es mir gereicht. Ich habe den Anführer ausgeschaltet und seinen Posten und den ganzen Laden übernommen. Und seitdem habe ich das Sagen. Und du musstest ihm die Kehle durchschneiden und die Leiche auf dem Unterdeck liegen lassen? Dein Ruf ist auf der Straße alles. Ich wollte die ganze Stadt wissen lassen, dass Jasper Crix jetzt übernimmt. Die Botschaft ist angekommen. Genau, die Botschaft ist angekommen. Jasper Crix war dann der, der in dem Gefängnis saß, wo wir dann die Daten rausgeholt haben. Crix, sein Vermächtnis, sein Legacy. Und jetzt wissen wir, das Legacy-Schiff hat die ganze Knete von der Gale Bank. Und die versuchen wir jetzt gleich zu kriegen, die Knete. Dafür müssen wir aber jetzt noch auf ein anderes Schiff. Ja, vorher gucke ich aber, ob hier was ist. Komm, wir spielen ein bisschen Fußball hier mit dem... Wie heißen diese Bälle nochmal? Bio-Bälle? Ne. Wie heißen die Dinger nochmal? Sag doch mal. Sitzball. Gummiball? Punching Ball? Keine Ahnung. Ja, aber ne, Physik funktioniert hier auch. Ich habe mal einen gesehen, der hat diese ganzen Blöcke irgendwie aneinander gestellt und hat da mit Domino gespielt. Also sieht man auch bei YouTube das Video. Also die Physik hier funktioniert in dem Spiel. Wollte ich damit nur mal kurz sagen. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ja, und jetzt langsam laufe ich immer im Kreis. So, wo will ich jetzt hin? Dahin will ich. Ich glaube, ich habe genug Beweise. Ah ne, ich wollte bei DRO Zeug verkaufen. Ich muss noch hier gucken, ob ich... Ich muss gucken, ob ich das noch verkauft kriege. Die richtige Schutzausrüstung kann dir das... Taktikausrüstung ist meine... Der hat kein Geld. Bin da. Aber irgendeiner hat hier noch Geld. Ja. Ich hab, was du brauchst. Meine Auswahl. Sie hat auch nur noch 300. Mensch. Fertig? Welche Händlerin war? Ach, die hat noch Geld. Ich muss nichts über dein neuestes... Siehe da, mein Sortiment. Ne, die auch nicht. Es gab 3 Händler hier. Wie du willst. Oder 4. Ist hier nicht noch ein Händler irgendwo? Was steht hier? Öffentlicher Zugangscomputer, okay. Ich klicke alles nur mal schnell durch. Boxregeln, Nachricht von Shiva Ross. Repariert euer verdammtes Schiff. Regeln im Kraftraum. Schwarzes Brett. Eisplanetentouren. Neuling. Mattis. Ah, das Mattis. Was ist denn da? Hat schon jemand den Neuling getroffen? Ich würde mich von ihm fernhalten. Ist nichts Persönliches. Die Straßenratten nennen ihn den Verfluchten. Okay, wir sind im Krieg. Gut, ja. War jetzt nichts Besonderes.
So. Ein bisschen Schlösser knacken zwischendurch mal. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht. So. Wunderbar. Okay. Was ja alles Schönes rumliegt so. Ja, ich brauche noch den Händler, der ein bisschen Geld mit hat. Mit einer Milliarde Creds würde ich mir eine eigene Stadt kaufen wie Bayou. Aber bei mir gäbe es überall Aurora. Sonst muss ich das Aurora wegschmeißen, weil sonst kriege ich auch Ärger mit der UC. Die hält mich dann an und klaut mir das alles wieder. Hatte ich den jetzt schon gefragt? Ja, ne? Wenn du von mir kaufst, siehst du gut aus. Oder? Nur die beste Schutz... Hä? Alle haben kein Geld mehr. Ich habe die doch gar nicht alle arm gemacht. Die hat kein Geld mehr, die hat kein Geld mehr. Ist hier noch eine? Die da. Wenn du brauchst, was zieh dir die Auftragsplan. Ich helfe dir schon, aber... Klingt nach Spaß. Nee, die muss man was anderes fragen. Was du im Angebot hast, muss man die fragen. Aber vergiss... Da. Und ich brauche... Nee, welche Schiffe sie machen... Nee, komm. Okay, das hat sich auch erledigt. Ach, Mann. Gar keinen mehr, der Geld hat. Jeder Captain hier hat für die Fleet Blut gelassen. Jeder. Ich bin am Suchen gerade, ne? Macht euch keinen Stress. Wir haben Zeit. Ich werde noch 2-3 Stunden streamen. Nee, hier ist auch keiner bei. So, dann kann ich nichts mehr verkaufen. Dann kriege ich das Aurora gar nicht los, ne? Brauchst du was? Das war Material? Blöd. Hoffentlich brauchst du Komponenten. Fein. Ich guck mal, vielleicht kann ich den ja irgendwas abkaufen und die verkaufen dann. So, gucken wir mal. Kann ich das überhaupt verkaufen, das Zeug? Ja. Hä? Das ist nur 100? Das ist ja gar nichts wert. Na, dann kaufe ich bei der jetzt irgendwas, was mehr wert ist. Lass mal gucken. Kaufen. Kuh. So. Was kann man denn bei der kaufen? Schönes. Irgendwie Heilung oder so, wisst ihr? So Medipacks. Kann man immer gebrauchen. Die hat aber nicht viel, was man gebrauchen kann. Die hat viel Krimskrams. Die Waffen sind alle Schrott. Das erste Hilfe ist nur Essen. Na super. Das Aurora aber auch nur 100 Gold wert ist. Wir sind hier fertig. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ohne gute Waffe bringst du es in die, dass das 10.000 wert war. Es ist billiger geworden, das Zeug. Ah ja, hier, ich kann Munition kaufen. Das ist gut. Die brauche ich so immer. Aber so viel brauche ich auch nicht. So. Und jetzt können wir der Aurora verkaufen. Okay, ja, ist auch immer gut. 500 schadensresistent. Pff, braucht kein Mensch. Was kann man denn noch verkaufen? Alkohol geht immer. Ja, ich hätte ja gerne ein paar Medipacks von ihr gekauft, aber das hat wohl nichts gepasst. Ich glaube, wir kriegen das Geld dann nicht mehr raus. Sieht nicht so aus. Was könnt ihr denn noch kaufen, was viel wert ist? Ich habe nicht mehr so viel. Ich habe vorher mal gut aufgeräumt. Und seitdem habe ich gar nicht mehr so viel, was ich verkaufen kann. So. Und okay, hier noch. Ja, so. So, das hier wollte ich alles behalten. Okay. Brauchst du Waffen oder Muni? Komm zu mir. Jetzt aber mit der Quest weitermachen. Endlich. Aurora ist weg. Wir können zum Weltall. Yippie. Jetzt suchen wir uns die Legacy und das andere Schiff. Ich muss 12 Schiffe erschaffen. Oh, hier haben wir noch ein Interview mit über den Boss. Hallo und willkommen bei Galactalk auf SNN. Ich bin Gail Dunnigan. Mein Gast heute ist einer der berüchtigsten Verbrecher der besiedelten Systeme.
seine Skrupellosigkeit und Gier haben ihn zum meistgesuchten Verbrecher aller wichtigen Strafverfolgungsbehörden in der gesamten Galaxie gemacht. Die Rede ist von niemand Geringerem als dem selbsternannten Anführer der Crimson Fleet, Jasper Kriggs. Guten Abend, Jasper. Hallo, Gail. Danke, dass du meine Einladung angenommen hast. Naja, mit verbundenen Augen per Grafsprung in eine verlassene Mining-Anlage gebracht zu werden, würde ich nicht gerade als Einladung bezeichnen. Dir war aber doch klar, dass deine Interviewanfrage mit einigen Sonderbedingungen verknüpft sein würde. Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass überhaupt eine Antwort kam. Verrätst du mir, warum du in dieses Interview eingewilligt hast? Weil jeder Pirat irgendwann in seinem Leben an einen Punkt kommt, an dem er eine wichtige Entscheidung treffen muss. Wagt er den Sprung und wird zu einem der legendärsten Piraten der Geschichte? Oder dümpelt er weiter vor sich hin und hält sich mit Frachtern und Kleinvieh über Wasser? Und wir dürfen davon ausgehen, dass du den Sprung wagst, dass Jasper Kriggs hoch hinaus und ganz groß rauskommen wird? Ganz genau, Gail. Genau deswegen bist du hier. Interessant. Und verrätst du uns auch, wie genau dein gewagter Sprung vonstatten gehen soll? Zur gegebenen Zeit. Nur Geduld. Wir haben mindestens 12 Stunden, bis die Behörden diese Übertragung zurückverfolgen können. Wir können uns also ausführlich unterhalten. Also gut. Dann starten wir mal in unser Interview. Am besten vielleicht mit dem Beginn deiner Karriere. Sehr gern. Jo, und das haben wir eben schon gehört. Wir haben es in der falschen Reihenfolge gefunden, das Buch. Willst du was anfangen? Weil ich dann beende. Also nicht das Nichts Buch. Nichts riecht so gut wie toter Hai, den man mit einer Energiewumme gegrillt hat. Okay. So, ich gucke hier noch ein bisschen rum. So, das ist gerade der Eingangsbereich. Den habe ich mir noch gar nicht angeguckt, weil ich am Anfang sofort rein musste. Zum Chef. Hier könnte ja vielleicht noch irgendwas sein, was wir gut gebrauchen können. So ein blöder Name. Können wir nicht gebrauchen. Wir gehen auf unser Schiff. Auf geht's. Ab ins Cockpit. Und go. Ich brauche dringend... Coraco, wenn ich das nächste Mal in deinem Zimmer bin, ist es aufgeräumt. Komplett aufgehoben. Okay, Papa. 12 Gegner. Boah, die nerven mich. Mach das gleich, verstanden? Oh, na gut, okay, ich mach's. Boah, diese Cora und ihr Vater, die nerven mich so richtig, der Sam und so. Die sind immer nur am Quatschen. Immer so Kinderkrimskrams-Gelaber. Okay, was müssen wir machen? Wir müssen Erstatter auf der UC Vigilance. Ach so, jetzt kann ich schon Bericht erstatten gehen. Cool. Na dann. Oh, die ist aber weit weg. Na, dann erstmal hier bis zum Cheyenne-System, ne? Kann ich da jetzt eigentlich weiter rein? Ne. Zack. Ich hoffe, ich finde da jetzt mal ein, zwei Gegner. Irgendwie finde ich keine feindlichen Schiffe. Ich würde halt auch nicht jeden angreifen, den ich irgendwo sehe. Ist das Spiel zu laut? Wenn das Spiel zu laut ist, sagt Bescheid, dann mache ich es ein bisschen leiser. Ihr sollt mich ja gut verstehen können, ne? Ich glaube, es ist ein bisschen zu laut. Ich mache es ein bisschen so. Ups. Kraft aus dem Jenseits. Erwirbt die Kraft aus Warshaki. Ja, Aquila City waren wir jetzt auch schon ein paar Mal. Irgendwo habe ich jetzt wieder so eine Tempel gefunden. Ist immer alles kompliziert, wenn man da die ganzen Planeten findet. Warshaki. Den habe ich schon gescannt. Man weiß auch nie, wo der Planet ist, den man gerade jetzt suchen soll. Pff, ich glaube, wir fahren einfach weiter. Ja, komm. Ist egal. Zu viele Planeten. Zu unübersichtlich.
So, nochmal. Kommen wir jetzt dahin? Wir sind immer noch zu weit weg. Ich brauche viel mehr Sprünge, als ich dachte. Zack. So. Und weiter geht's. Wisst ihr, wo man irgendwo hier Raumschiffe findet, die man angreifen kann? Neira. Hier war ich noch nicht. Habe ich schon wieder was Neues gefunden. Neira. Margaret war ich schon. Komisch. Also wenn 0% ist, dann haben wir sie noch nicht analysiert. Dann waren wir noch nicht da. Und viele davon habe ich schon analysiert. Sternstation. Die Klinik. Ah ja. Somati. Verlassene Farm. Was alles gibt. Okay. Nein, ich wollte jetzt dahin fliegen, wo ich jetzt wirklich hin muss. Hier hin. Jetzt müsste es aber passen. Yes, ich schaff's endlich. Mit dem neuen Schiff müsste ich eigentlich auch weitere Kraftsprünge machen können. Dann ist es nicht immer so, dass ich so viele Zwischenplaneten habe. Dann bin ich schneller da. Im Moment nervt's halt ein bisschen, ne, mit diesen ganzen Sprüngen. Weil wir halt immer nur so kurz springen können von 2-3 Sonnensysteme weit. Boah, das ist aber ein großer Stern, der hier rumfliegt. Und wir sind bei United Colonies mit mindestens 4 Beweisen. Mal gucken, was wir jetzt bekommen. Alles dicht, wir haben angedockt. Ich bin auch voll dafür, das zu spionieren. Ne? Also ich lüge jetzt auch nicht. Ich gebe dem alle Infos weiter und so. Ja, ich brauche nicht bei der United, bei der Crimson Fleet zu bleiben. Ist es egal, wenn das jetzt nicht mehr so bleibt. Aber wo muss ich denn hin?